Wir haben heute eine Basisaufgabe und schon zwei Erweiterungsaufgaben. Also da ist es zum einen wichtig, dass man nichts vergisst, dass man die Aufgabenbeschreibung genau liest, dass man hier keinen Fehler macht, ja, und dass man einfach keine Kleinigkeiten vergisst, sondern im Gesamtdurchschnitt überall die Punkte mitnimmt. Im realen Background wird in der Automobilindustrie, bei den Autos, beim Lackieren immer verschiedene Schichten aufgetragen, auch gesandstrahlt, dann wieder runtergeschliffen und die neue Lackierung aufgebracht, damit man ein schönes Finish hat. Das Ganze machen wir ein bisschen kleiner nach, das heißt, die Teilnehmer haben verschiedene Bauteile und müssen diese quasi abschleifen. Das Schleifen können wir hier natürlich nur simulieren, das heißt, wir haben ein Bauteil, bringen dort mit Edding eine Kontur auf und diese müssen dann quasi abgeschliffen werden. Sehr aktueller Beruf, gerade auch draußen in der Industrie. Also die Automatisierungstechnik ist immer mehr am Voranschreiten. Es wird immer mehr mit der Robotertechnik gearbeitet. Auch Covid hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass man einfach sieht, ja, die Roboter arbeiten autonom und haben keinen Stillstand. Ja, schwierige Aufgaben werden übernommen und von daher ist die Nachfrage auch im Markt um einiges größer. Die Jungs schlagen sich eigentlich sehr gut. Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man nicht den gesamten Überblick über das Bewertungsschema hat. Aber sie wirken sehr entspannt. Wir haben heute Mittag in der Mittagspause miteinander gesprochen und sie sind auf Kurs. Alles ist klar. Sie wissen soweit, was sie zu tun haben. Von daher denke ich, dass es sehr gut aussieht. Ja, ich denke, wir sind sehr erleichtert, wenn der Stress weg ist. Jetzt können wir morgen vielleicht auch endlich mal wieder ausschlafen und insgesamt sind wir, denke ich, zufrieden. Vom Wettbewerb nehme ich mit, auf jeden Fall den mit Stress und unter Druck arbeiten zu können, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, auch wenn es mal hektisch wird, sich und immer den Fokus beizubehalten. Also ich denke, WorldSkills hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir den richtigen Beruf für uns ausgesucht haben. Es macht Spaß, ich will das immer noch weitermachen. Ich hoffe natürlich, dass wir oben mitspielen. Man muss sagen, dass das Level immer größer wird. Also seit Kasan ist das Level regelrecht explodiert und viele Länder sind schon sehr stark mit dabei. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass wir bei der Erfolgsstory bleiben und zumindest auf ein Treppchen mit drin ist. Das Gefühl ist unglaublich, wenn man da vorne auf der Bühne steht und die Medaille bekommt. Man kann es immer noch nicht so ganz wahrhaben, dass es jetzt so gekommen ist. Wir haben jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, wir haben schon hart dafür gearbeitet, aber wir haben uns überraschen lassen. Ich finde es einen wahnsinnigen Erfolg. Die Vorbereitung war jetzt vom Trainingspensum her nicht optimal, deswegen hat es gezeigt, also dass wir sind mit dem Ergebnis top zufrieden. Wir sind bisher in jedem Wettkampf auf dem Treppchen gewesen, also von daher denke ich, kann man nicht mehr erwarten oder nicht mehr wollen.